Unser Ziel ist es, die Daten zu befreien. Nicht für unser eigenen Vorteil, sondern um mehr Wissen zu schaffen, um Wissen miteinander zu teilen, um die Menschen in einen gemeinsamen Austausch zu bekommen, um die Menschen in eine gemeinsame Diskussion zu bekommen. Unsere Kulturdaten dienen der Inspiration für Programmierer, Gamer, Designer und Coding Da Vinci, transformiert die Idee des Museums für angewandte Kunst im besten Sinne, denn aus angewandter Kunst wird eine digitale Anwendung. Daten frei zu neu zu konfigurieren, ist eigentlich das Interessanteste an einem Hackathon. Also dass Leute, die mit historischen Uhren aus dem 18. Jahrhundert nichts zu tun haben, aber irgendeine Idee haben, wie sie diese Uhr als Datensatz verknüpfen können mit anderen Datensätzen und dabei dann völlig neue Strukturen und völlig neue Verbindungen herauskommen. Das ist das, was eigentlich, also ein völlig neuer Kontext entsteht, der jenseits auch von der musealen Arbeit liegt und der uns vielleicht auch nochmal ein anderes Bild liefert. Das ist sicherlich einer der Reizpunkte, an diesem Hackathon teilzunehmen. Wir freuen uns drauf. Ich möchte, dass wir Kulturdaten aus den verstaubten Museen holen, nicht irgendwo in Vitrinen lagern, sondern dass wir damit was machen, spielerisch Kulturdaten und Objekte entdecken können. Also ich bin dabei und wir sind dabei, aus der Liebe zu den Beständen heraus, diese tollen und so vielfältigen Objekte, die uns jeden Tag aufs Neue begeistern, und hoffen natürlich, diese Begeisterung auch bei den HackerInnen, Entwicklerinnen und Designerinnen wecken zu können, die Lust bekommen sollen, mit den unterschiedlichen Sammlungsbeständen kreativ zu werden und so ganz Neues zu schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jede Menge Installationen, auf jede Menge Apps, auf jede Menge Anwendungen mit tatsächlichem Mehrwert. Wir haben hier die einmalige Chance im Grunde, Daten aus dem Kulturbereich zu nutzen und das Ganze entweder münden zu lassen in wirklich Mehrwert, mit mehrwertreichen Anwendungen oder eben Sachen, die wirklich Spaß machen und begeistern können. Ja, wir haben eine in Deutschland einzigartige Dichte an Kulturinstitutionen, die sich hier in der Region Rheinland und Niederrhein befindet. Wir sehen eine wahnsinnige Chance in diesem Projekt, langfristig neue Wege zu schaffen, um Kultur noch mehr erfahrbar zu machen. Und ja, wir freuen uns, dabei zu sein. Das Spannende ist einfach, man hat ja so sein eigenes Mindset und ich habe meine Vorstellungen, ich denke über Themen nach und dann werde ich überrascht. Von anderen Perspektiven und denke, hey, wow, so habe ich noch gar nicht drauf geschaut. Und anderen geht es dann genauso und dann wird Ping-Pong gespielt im Prinzip und es entwickelt sich was, keiner alleine geschafft hätte, aber eben die Sachen, die sich zusammenpuzzeln, das passiert dann einfach in diesem magischen Moment, könnte man sagen, ja. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann geh auf die Webseite codingdavinci.de und hol dir dein kostenloses Ticket und werde Teil des Hackathons.